Hallo zusammen, heute möchte ich über das Reich der Schleimpilze sprechen. Schauen wir uns aber noch einmal an, wo wir hergekommen sind. Wir kommen von den echten Pilzen her. In den vorherigen Teilen haben wir das Reich der Mykota mit den Abteilungen der Basidiomykota, Ascomykota, Zygomykota und Chytridiomykota durchgenommen. Diese gehören, da sie einen Zellkern haben, zu den Eukaryoten. Relativ dicht verwandt mit denen sind die Metazoa, die Tiere, das überlassen wir aber den Zoologen. Und wir haben dann noch andere Eukaryoten wie die Pflanzen und noch andere, die ich jetzt hier nicht explizit nenne. Die Schleimpilze befinden sich, wenn man so will, ganz grob dazwischen und unterteilen sich in die Myxomykota und die Akrasiomykota. Und mit den Akrasiomykota fangen wir heute an. Ich werde das diesmal etwas anders machen in den vorherigen Teilen, weil ich dieses Thema recht schnell abarbeiten möchte. Ich werde einfach nur den Modellorganismus kurz vorstellen. Und das ist in dem Fall der Akrasiomykota, Dictyostelium discoideum. In einer Lebensphase, mit der wir jetzt anfangen, lebt diese Zelle amöboid, einzellig, phagozytierend. Sie ist haploid und ernährt sich von Bakterien wie zum Beispiel unserem bekannten Escherichia coli. Wie erkennt jetzt so ein augen- und gefühlsloser Organismus, dass es eine Zelle oder etwas phagozytieren kann? Dazu braucht es natürlich ein Erkennungssignal und das Erkennungssignal ist in diesem Beispiel Folsäure. Folsäure wird von den meisten Organismen irgendwo an irgendeiner Stelle verbraucht, beziehungsweise wird irgendwo auch immer ausgeschüttet. Beispielsweise bei der Zellteilung spielt es eine große Rolle bei uns Menschen. Bitte einmal auch den Wikipedia-Artikel zur Folsäure sich angucken. Und dann bewegt sich Dictyostelium discoideum auf diese chemische Substanz zu. Daher nennt man das Ganze dann Chemotaxis. Taxis, Taxi, Bewegung. Das Taxi möchte jemanden abholen. Und Chemo eben warum? Das ist das Signal. Das Signal und dann die Bewegung. Chemotaxis. Ich hoffe, der Begriff, auch wenn ich es jetzt umständlich erklärt habe, ist soweit klar. Dann passiert die Phagozytose, das heißt das Einverleiben und Verdauen von Escherichia coli. Was passiert denn, wenn dieses Bakterium nicht mehr da ist? Dann bekommen die Zellen Hunger. Hungernde Zellen verbrauchen in der Regel ihre Energiequelle oder ihr Energiesubstrat. Und das ist beispielsweise auch im Menschen zum großen Teil der Fall. Das ist das ATP. Wenn das ATP komplett verbraucht ist, ATP steht für Adenosintriphosphat, das setze ich aber eigentlich voraus, dann haben wir dann zum Schluss nur noch Adenosindiphosphat und zum Schluss hier Adenosinmonophosphat. Das heißt, wir haben nur noch ein Phosphat, das heißt, die energiereichen Phosphatester sind weg und wir haben nur noch ein Monophosphat. Und in diesem Fall ist es ein zyklisches Monophosphat, was wir hier sehen. Und das schütten diese Zellen aus und das ist das Hungersignal. Das bekommen diese Zellen dann aus der Umgebung mit und dann gibt es eine Rückkopplungsschleife. Das heißt, das Signal verstärkt sich gegenseitig. Dann aggregieren die Zellen, dann bewegen sie sich aufeinander zu, wiederum aufgrund einer Chemotaxis oder aufgrund eines chemotaktischen Signals bewegen sie sich aufeinander zu, aber versuchen jetzt nicht mehr, sich gegenseitig zu phagozytieren, wie sie es mit Escherichia coli gemacht hätten, sondern sie bilden ein Zellaggregat und bilden dann, also diese Zellen hier, wenn ganz, ganz viele Zellen aufeinander treffen, dann bilden die so eine Schnecke, das sogenannte Schneckenstadium, auch genannt Pseudoplasmodium. Was ein Plasmodium ist, werden wir noch anhand der Myxomykota erkennen. Also diesen Begriff erstmal bitte nur im Hinterkopf behalten. Schneckenstadium ist der bessere Begriff für diesen Teil. Die Zelloberflächen halten durch Glykoproteine zusammen und bilden eben einen festen Zellverband, eine Schnecke. Dazu verlinke ich, denke ich, auch nochmal ein paar interessante Videos hier auf YouTube, welche im Prinzip das Ganze schön in echt unter dem Mikroskop zeigen. Später wird dieser Zellverband noch von einer Scheide von Proteinen und Zellulose umgeben.
Das heißt, wir haben jetzt prinzipiell aus vielen Organismen eine Form von Organismus gemacht, denn dieser Organismus bewegt sich jetzt. So, nachdem die Zellen im Schneckenstadium oder im Prinzip dieses Pseudoplasmodium einen geeigneten Punkt erreicht haben, bilden sie diesen sogenannten Sorokarp, der sich in Köpfchenzellen und Stielzellen gliedert. Und das Ganze wird entschieden, wer welche Zelle ausprägt, durch die sogenannten also Differenzierungsfaktoren. Das heißt, einige Zellen werden dann hier zu diesen Stielzellen und diese sterben dann ab. Das im Prinzip kommt auch schon darauf an, wo die sich hier in diesem Pseudoplasmodium befinden. Jetzt überlegen wir uns, vorher waren das Ganze individuelle Zellen und jetzt bilden die diese Aggregation im Prinzip einen Organismus, der sogar dann noch auf verschiedene andere Zellen verzichtet. Welches interessante Fragestellung prinzipiell aufwirft. Was hat eigentlich dafür gesorgt, dass sich vorher einige individuelle Zellen jetzt opfern? Dazu bitte mal auch die Begriffe Kin Selection oder Altruismus angucken, beziehungsweise eben mal Dictyosteum Discoideum ansehen, den Begriff in Kombination mit Kin Selection. Das würde jetzt hier aber für diese Vortragsreihe zu weit führen. Dann noch einmal kurz, warum macht das der Organismus? Hier findet kein Sex statt. Zumindest laut meinen Informationen nicht. Ich weiß, dass jetzt schon aktuellere Forschung auch sexuelle Zyklen bzw. den Sex und genetischen Austausch von Dictyosteum Discoideum mehr erforscht haben. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter darauf ein. Dies scheint eine sehr effiziente Form der Überdauerungsform zu sein. Und hier drin haben wir, soweit ich weiß, nur rein mitotische Ereignisse. Soweit jetzt allerdings zu den Akrasiomykota. So, jetzt sind wir fertig mit den Akrasiomykota hier und machen weiter mit den Myxomykota. Unser Modellorganismus ist Physarum polycephalum, aber jetzt trotzdem ganz allgemein der Lebenszyklus. Wir beginnen mit der Spore. Diese Spore ist haploid. Diese keimt aus. Und dort schlüpft in Anführungszeichen eine Myxamöbe oder eine Myxoflagellat oder Myxoflagellat. Diese Flagellen sind häufig so gestaltet, dass eine verkürzt ist und die andere etwas länger. Ist aber wie gesagt nur eine Daumenregel. Diese beiden sind wieder haploid. Damit wir jetzt im Lebenszyklus weitermachen können, brauchen wir noch einen komplementären Kreuzungstypen. Auf die genaue sexuelle Ausstattung gehe ich jetzt hier nicht ein. Diese und das Prinzip kennen wir auch schon von den Pilzfolgen, Zygotenbildung, die Vokabel Zygote, Karyogamie, Somatogamie. Wenn diese Begriffe noch nicht klar sind, verweise ich auf die vorherigen Videos. Diese Zellen verschmelzen miteinander, das heißt, sie machen die Somatogamie und die Zellkerne verschmelzen auch miteinander. Damit haben wir die Karyogamie und damit ist der Organismus wieder diploid. Die Zygote keimt dann weiter aus und bildet das sogenannte Plasmodium. Zu den Eigenschaften komme ich gleich, bloß Vorsicht, wir können dieses Wort leicht verwechseln mit der Gattung Plasmodium, welches gerade bei Medizinern sehr, sehr bekannt ist, beispielsweise Plasmodium falciparum. Das ist der Malariaerreger und dieser ist von der Lebensart und auch von der Phylogenie weit, 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 weit entfernt von unserem harmlosen Plasmodium, von unserem harmlosen Myxomycet, nicht Plasmodium. Plasmodium ist hier nicht die Gattung, sondern die Lebensform. Wenn Physarum polycephalum, also unser Beispielorganismus, als Plasmodium lebt, dann lebt er phagozytierend. Das kennen wir auch schon von den Akrasiomykota. Nicht umsonst heißen beide Schleimpilze, weil sie ein schleimiges Gebilde bilden und phagozytieren. Sie ernähren sich von Bakterien, Protozoen, Hefen, Sporen, prinzipiell alles, was sie umfließen und aufessen können. Also Physarum polycephalum kann ziemlich groß werden, in der Natur bis zu Handteller groß. Im Labor liegt der Rekord bei 5
Quadratmetern. Überlegen wir uns einmal, wie riesig das ist. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, was noch nicht, wo der Mechanismus noch nicht bekannt ist. Wir haben eine synchrone Kernteilung von Millionen Kernen. Die Kerne teilen sich, egal wo sie sind, ob hier oben oder hier unten, zeitlich synchron. Überlegen wir uns mal, wie so etwas, wie sowas mechanistisch umgesetzt werden muss von einem Organismus, von der inneren Zell, von den inneren Zellvorgängen, auch von den genetischen Vorgängen, die dort stattfinden. Also das ist eine unglaublich spannende Fragestellung. Weiter aber jetzt bei Physarum polycephalum. Wir haben die höchste bekannte Zellplasmaströmung, die insgesamt unter allen Organismen bekannt ist. Das heißt, damit Nährstoffe von dem einen Ende zum anderen gelangen, muss das Zellplasma wandern, beziehungsweise auch zur amöboiden Bewegung müssen sich ja innerhalb dieser Zelle die entsprechenden Flüssigkeiten ja verlagern. Und dadurch haben wir dort eine sehr, sehr hohe Strömung. Und diese, aber das ist nichts Besonderes, wird vor allem durch Aktin- und Myosin-Filamente, auch wichtige Vokabeln, Aktin und Myosin, eben durch diese Filamente wird die vollzogen. Die Lebensweise ist negativ phototaktisch. Wenn so ein Physarum polycephalum jetzt im Wald lebt, ist es logisch, dass er negativ phototaktisch ist. Was bedeutet das? Negativ phototaktisch heißt vom Licht weg. Negativ, klar, Foto, Licht, taktisch. Also im Prinzip jell Bewegung kommt von Bewegung, von Taxis, von Taxi, wenn man so will. Dieser Organismus ist sehr, kann sehr, sehr leicht austrocknen. Das heißt, er muss unbedingt ins Unterholz, so schnell wie möglich. Und dadurch ist er negativ phototaktisch. Wenn jedoch diesem Plasmodium die Nährstoffe ausgehen, dann möchte er Überdauerungsformen bilden. Dann ist er positiv phototaktisch. Das heißt, er kriecht unter dem Baum hervor, unter dem er sich befindet, und bildet dann relativ austrocknungsresistente Sporen, beziehungsweise bildet erst Fruchtkörper, an dem die Sporen dann dranhängen. Und hier haben wir dann auch die Meiose und dann können wir den Lebenszyklus wieder von vorne beginnen. Nochmal, warum ist er positiv phototaktisch? Die Fruchtkörper bzw. die Sporen werden dann von Tieren eingesammelt und mitgenommen, damit diese dann wieder an einem günstigeren Ort auskeimen können. Das jetzt wirklich ganz allgemein zu den Myxomycota. Kann man sich auch weiter stark drin vertiefen. Insgesamt bei den Schleimpilzen ist die Internetliteratur meines Erachtens, also Wikipedia, relativ dünn, gerade was Acrasiomycota angeht, und dort muss man direkt auch eher in die Fachliteratur hinein. Bei Myxomycota gibt es dennoch interessante Videos und mal gucken, vielleicht verlinke ich die unten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dann noch einen schönen Tag. Tschüss.